Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr da seid. Es gibt wieder eine neue Sendung von Die Stunde der Wahrheit. Und ich bitte, dass der Herr Jehoshua unsere Ohren öffnet, unsere Herzen öffnet, unsere Gedanken, damit wir aufnehmen können, was wir hören. Und ich möchte heute gerne etwas mit euch teilen, was ich in der Früh gelesen habe und mich wieder erinnert hat, was an die Praktiken, die ich im Leben schon getrieben habe und auch viele andere Menschen praktizieren. Genau, ein Aufruf des Herrn zurück zu seinen Geboten, zu seinem Wort zu kommen. Und zwar finden wir das im 5. Mose in Deuteronomium. Und zwar der 5. Mose erzählt am Anfang davon, wie das Volk Israel praktisch das gelobte Land einnimmt, wie es praktisch nach der Wüstenwanderung dahin kommt und gewisse Gebiete erobert. Und Mose gibt da einen Rückblick und sagt ihnen halt, dass alles, was sie Gutes erlebt haben, eigentlich vom Herrn von Jahwe kommt. Und hier lesen wir im 4. Kapitel ab Vers 13. Da erzählt Mose praktisch, Mosche, der Diener des Herrn. Und er verkündigte euch seinen Bund, den zu halten er euch gebot, die 10 Worte, und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Und mir gebot der Herr, zu Herr kann man auch sagen Jahwe, eigentlich heißt es Jahwe, zu jener Zeit, euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen zu lehren, damit ihr sie hieltet in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. So hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, als Jahwe am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete. Dass ihr nicht zu eurem Verderben handelt und euch ein Götterbild macht in Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder eines weiblichen Wesens, das Abbild irgendeines Tieres, das es auf der Erde gibt, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt, das Abbild von irgendetwas, das auf dem Erdboden kriecht, das Abbild irgendeines Fisches, der im Wasser unter der Erde ist. Und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst und, wenn du die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels siehst, dich verleiten lässt und dich vor ihnen niederwirfst und ihnen dienst, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem Himmel, unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Euch aber hat der Herr genommen und euch herausgeführt aus dem eisernen Schmelzofen aus Ägypten, damit ihr das Volk seines Erbes wärt, so wie es heute ist. Amen. Also, Mosche erinnert hier das Volk, sein Volk, die Menschen daran, was er für sie getan hat. Und dass er es war, der es vollbracht hat. Und er gibt ihnen hier ein strenges Gebot bzw. ein Verbot. Und zwar jegliche andere Sache, also jegliches Bild von ihm anzubeten. Und liebe Leute, es gibt heute so viele Statuen, Steine, Pflanzen, Bäume, was auch immer, dass der Mensch sich genommen hat als ein Götterbild, als seinen heilsbringenden Götzen,
der ihm praktisch weiterhilft, der ihn in Situationen rettet, der sozusagen seine Gebete erhört. Aber Jahwe verbietet uns hier ganz, ganz klar, dies zu tun. Ich gebe mal aus meinem Leben ein Beispiel. Früher, als ich noch in die katholische Kirche ging, auf der Mädchenseite, wo wir als Kinder, als Mädchen saßen, da war linker Hand so eine lebensgroße Jesusstatue. Und ich habe immer diesen Jeshua, diesen vermeintlichen Jesus, angeschaut und habe mir immer gedacht, naja, der schaut mich jetzt zurück an. Und ich war so auf diese Statue konzentriert. Ist euch sowas vielleicht auch schon mal so ergangen? Wie viele Menschen gibt es, die gar nicht wissen, wie man betet, ohne ein Kreuz vor sich zu haben? Ja, viele brauchen irgendein Bild, eine Ikone, um davor zu beten, um sich davor niederzuknien, zum Beispiel eine Kerze, um ein Gebet an Gott, an Elohim zu adressieren. Aber wir sehen hier ganz klar, dass wir uns kein Bild machen sollen. Es heißt ja im Vers 15, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete. Das heißt, der Herr, unser unendlicher, unser ewiger Elohim, er hat keine Gestalt. Es steht hier, er hat keine Form, sodass wir ihm mit unseren Pinseln und Farben eine Form geben könnten. Oder mit Meißel und Hammer. Es steht hier im Vers 16, dass ihr euch nicht zu eurem Verderben handelt und euch ein Götterbild macht in Gestalt irgendeines Götzenbildes, das Abbild eines männlichen oder eines weiblichen Wesens. Das ruft ja heutzutage auch viele Diskussionen hervor. Ja, ist jetzt Elohim, ist es ein Mann, ist es eine Frau? Die Feministen weigern sich, der Elohim oder der Gott zu sagen, weil es ist ja eine Frau. Diese Dinge können alle vermieden werden, wenn wir das Hintergrundwissen haben, dass Elohim Geist ist. Er ist keine Statue. Er hängt nicht an einem Kreuz immer noch. Alle diese Bilder hat der Herr uns verboten anzubeten. Wir lesen in Johannes, im Evangelium von Johannan, im Kapitel 4, wo Jeshua zu der Frau, zu der Samariterin am Jakobsbrunnen spricht, im Vers 24, Kapitel 4, Vers 24, Johannes Evangelium. Gottes Geist und den anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Im Geist sollst du deinen Schöpfer suchen. Du wirst ihn nicht in einem Stein finden, in einem Edelstein. Gehörst du auch zu den Menschen, die Edelsteine oder Ketten aus Edelsteinen, Armbänder aus Edelsteinen sich umhängen, um gewisse Kräfte oder Energien zu bekommen, die dir anscheinend selber mangeln? Ja, ich habe auch mal zu diesen Menschen gehört. Wir hatten eine ganze Edelsteinsammlung mit Schmuckanhänger aus unterschiedlichen Steinen, um für unterschiedliche Zwecke seine entsprechende Energie zu bekommen. Liebe Leute, wir sollen diesen toten Sachen,
keine Eigenschaften zuweisen, die eigentlich dem Schöpfer gehören. Vorsicht, das ist Götzendienst. Du betest das Geschöpf oder die Schöpfung an, anstatt selber zu dem allmächtigen Geist zu gehen, zum Heiligen Geist, der in dir das Leben hervorruft, der in dir alle Mängel ausfüllt, alle deine Fehler dir verzeiht, so wie es in Psalm 103 steht. Du kannst zu keiner Buddha-Statue gehen, um dein Seelenheil zu erlangen. Buddha wird dir nicht verzeihen können. Er ist ein Mensch, er ist gestorben oder er war ein Mensch, ein sterblicher Mensch. Warum versuchst du, durch Meditieren mit einer Buddha-Statue das Leben zu erlangen, Glück zu erlangen, Erfolg zu bekommen? Was kann er dir geben? Wir haben hier etwas Schönes, was uns der Prophet Jeremia gegeben hat. Ich lese jetzt mal aus einer Luther-Version. Und zwar im Jeremia Kapitel 10. Da steht, höret, was der Herr zu euch redet, ihr vom Hause Israel. Naja, Jeremia hat zu Israel gesprochen, aber es betrifft eigentlich die ganze Menschheit. Ja, es betrifft uns auch. So spricht der Herr, ihr sollt nicht den Gottesdienst der Heiden annehmen und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürchten. Denn ihre Götter sind alle nichts. Man fällt im Wald einen Baum und der Bildhauer macht daraus mit dem Schnitzmesser ein Werk von Menschenhänden und er schmückt es mit Silber und Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es nicht umfalle. Sie sind ja nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Sie können nicht reden, auch muss man sie tragen, denn sie können nicht gehen. Darum sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten, denn sie können weder helfen noch Schaden tun. Aber dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß, wie du es mit der Tat beweist. Also, wir sollen keinen Gottesdienst ausüben, keine Religion ausüben, keine Anbetung ausüben, kein Lob geben toten Sachen, Sachen, die aus Stein gemeißelt sind, Sachen, die, wie es hier heißt, aus Holz geschnitzt sind. Sie können nichts für dich tun. Sie können dir nicht weiterhelfen. Sie sind tot. Du sprichst ihnen eine Kraft zu, die sie nicht haben. Ist es nicht viel besser, zu dem lebendigen Elohim zu gehen, zu dem allmächtigen Geist, der dich überall sieht, der alle deine Sorgen, deine Nöte kennt, der auch deine Fehler, der deine schlimmsten Taten kennt, der deine Sünden kennt, der dein Herz kennt, der kennt, mit welcher Motivation du durchs Leben gehst oder mit welcher Motivation du einzelne Handlungen machst. Du kannst zu ihm gehen. Du kannst zu ihm sagen, verzeih mir, lieber Papa im Himmel. Ich habe schlecht gedacht. Ich habe negative Gedanken gehabt. Ich habe meinen Nachbarn verflucht. Ich liebe meine Geschwister nicht so, wie ich sie lieben sollte. Ich tue Sachen zu meinem eigenen Vorteil. Das sieht er. Er sieht das und du darfst zu ihm kommen. Komm nicht zu einem Kreuz mit totem, vermeintlichem Jesus hängen. Komm nicht zu einem Bild von Shiva oder wem auch immer. Komm nicht zu einem Edelstein, um ihn anzubeten. Vorsicht, ich sage nicht, dass es
etwas Schlechtes ist, zum Beispiel Steine zu sammeln. Ja, es gibt da so Schaukästen und wenn man in Urlaub fährt, nimmt man einen schönen Stein mit und legt ihn da rein. Nein, das ist nicht, was ich meine. Das ist Dekoration. Dekoration ist erlaubt. Kein Problem. Was nicht erlaubt ist vor dem Herrn, ist dieser Dekoration, diesen Bildern, diesen Statuen, diesen Masken, die du vielleicht aufgehängt hast, eine göttliche Kraft zuzuschreiben, eine übernatürliche Kraft. Und dich somit vor ihnen zu beugen. Der Herr ist Geist. Wir sollen ihn loben und preisen. Und zu eurer Information, sogar die alle Geschöpfe, sei es im Himmel, sei es auf der Erde, alles was atmet, das heißt Menschen, Tiere, Pflanzen, ja, das ist ja die lebendige Natur, das sind die Lebewesen, aber auch die unbelebte Natur, Berge, Wälder, Meere, Luft, Wasser. In der Bibel lesen wir des Öfteren, dass alle die ihren Schöpfer loben. Wie können wir ein Geschöpf loben und anbeten, das selbst den Schöpfer lobt? Warum gehen wir nicht einfach zur Quelle des Lobs, von der alles Leben kommt, anstatt eine Zwischenstufe zu suchen, die wir anfassen können und sehen können? Das ist, weil der Mensch so ist. Der Mensch will sehen, er will anfassen, damit er glauben kann. Aber wir sollen anders sein. Wir sollen uns ändern. Wir sollen nicht mehr zu Gegenständen gehen, sondern zum lebendigen Elohim. Und ich habe mich da an einen Psalm erinnert, Psalm 148, in dem auch tatsächlich steht, in der Elberfelder steht geschrieben, alle Kreatur preist Gott. Wir können Gott durch Elohim ersetzen. Alle Kreatur preist Elohim. Halleluja, lobt den Herrn von den Himmeln her. Den Herrn, Herr, der Herr, das ist Jahwe. Der Herr ist Jahwe. Im ursprünglichen Text heißt es Jahwe. Und ich habe mich an diesen Psalm erinnert. Und irgendwann einmal habe ich auch dafür eine Melodie bekommen. Das ist wirklich schon lange her. Und heute Morgen habe ich mich daran erinnert, als ich diese Bibelstelle dann auch gelesen habe. Und ich möchte jetzt euch ganz gerne zum Schluss das einfach vorsingen. Ihr könnt gerne in eurer Bibelversion das Ganze mitlesen, egal ob ihr die Einheitsübersetzung habt oder Schlachter oder Luther, Elberfelder, was weiß ich, was es für Bibeln gibt. Leider haben wir die BIM, die Bibel Joshua Maschias, noch nicht ganz fertig für den alten Bund, aber das kommt auch noch. Die Brüder und Schwestern arbeiten daran. Aber lest einfach in eurer Version mit und ja. Halleluja, lobet den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen, alle Engel und ihr Heere, lobet ihn Sonne, Mond und schönen Sterne, lobet ihn ihr Himmel und ihr Wasser droben. Gab ihnen eine Ordnung, die sie nicht überschreiten.
lobet den Jahwe von der Erde her. Ihr Wasser, Ungeheuer und ihr Urfluten, Feuer und Hagel, Schnee und Nebel und du Sturmwind, der sein Wort vollzieht. Lobet ihn, ihr Berge und all ihr Hügel, lobet ihn, ihr Fruchtbäume und all ihr Zedern, lobet ihn, das Wilde und das zahme Vieh, lobet ihn, ihr Tiere, die kriechen und die fliegen. Lobet ihn, ihr Könige der Erde und Nationen, lobet ihn, ihr Obersten und Richter auf der Erde, lobet ihn, ihr jungen Männer und ihr jungen Frauen, lobet ihn, ihr Alten und ihr jungen Menschen. Mitgelesen, mitgehört, mitgedacht hat, der hat festgestellt, irgendwie ist er in mehrere Strophen eingeteilt. Am Anfang geht es darum, dass alles, was im Himmel ist, den Herrn loben soll. Als zweites geht es darum, dass die ganze Natur, alles, was auf der Erde ist, den Herrn loben soll. Und im dritten Abschnitt geht es darum, dass die Menschen, egal ob groß oder klein, egal ob Oberste und Herrscher oder junge Menschen, den Herrn loben sollen und dass sein Volk ihm loben soll. Sowohl das Volk Israel als auch das Volk der Christen, das Volk der Erretteten. Das heißt, es gibt nichts auf der Erde, was lobenswürdig wäre, außer ihm. Es gibt nichts auf der Erde, was würdig wäre, so angebetet zu werden wie er. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag, eine gesegnete Woche und ich hoffe, dass der Herr euch gestärkt hat oder die Augen aufgetan hat oder euch an etwas erinnert hat, was ihr eigentlich tief im Innern schon mal gewusst habt. Und dass Jahwe, der lebendige Elohim, Jeshua HaMashiach, euch segnen möge und dass er uns miteinander stärken möge. Jeder braucht Kraft von ihm, damit es weitergeht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.